Hi, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gibt's meine Jahresflops, also quasi das Anti-Favoriten-Video. Es wird relativ schnell gehen, da ich nicht so viele Hassprodukte habe oder Produkte, die mir nicht so gefallen haben. Deswegen, ich wollte es euch trotzdem einfach mal abdrehen, damit ihr sie seht. Ein paar sind es doch geworden. Anfangen möchte ich mit etwas, das ihr schon mal in meinem First Impressions Video gesehen habt, was ich auch nicht so toll fand, also wo ich auch im Video schon nicht so begeistert war. Und zwar ist das das Priming Spray von Colourpop. Ich fand es einfach nicht so gut, weil ich A, nicht wirklich sehen konnte, ob es für mich irgendeinen Effekt hatte. Dadurch, dass ich aber auch einen normalen Primer genutzt habe, war der Effekt einfach für mich nicht so sichtbar. Und was ich einfach ganz, ganz blöd finde an diesem Spray, ist dieser Zerstäuber, der einfach so grob ist, dass da Wassertropfen richtig einem ins Gesicht schießen, was einfach ultra unangenehm ist. Ich mag das überhaupt nicht, deswegen ist das für mich durchgefallen und ich habe mich seitdem auch nicht mehr durchgerungen, das irgendwie nochmal zu probieren. Ja, ganz, ganz doof fand ich zwei Foundations, die leider einfach nichts für meinen Hauttypen sind, was man mir beim Kauf aber auch nicht gesagt hat. Also da, die hatte ich gekauft, da war ich noch nicht so ganz bewandert mit dem Thema Make-up. Die habe ich auch schon letztes Jahr gehabt, aber wie gesagt, oder schon mal erwähnt, ich hatte ja eine YouTube-Pause gemacht, dementsprechend gab es letztes Jahr kein Favoriten- und Flops-Video, deswegen hole ich das jetzt so ein bisschen nach. Sind die beiden Foundations auf jeden Fall immer die Kat Von D Locket Foundation und die MAC Studio Fix Fluid Foundation, die einfach beide nichts für meinen Hauttypen sind. Sie sind einfach zu deckend für mich gewesen. Dadurch wirkte das einfach total maskenhaft und aufgesetzt und für trockene Haut sind die bei der hohen Deckkraft einfach echt gar nichts, weil die so die trockenen Stellen betont haben. Das war einfach nur furchtbar bei mir. Deswegen kann ich die für trockene Haut wirklich gar nicht empfehlen. Ich kenne aber einige, die ölige Haut haben oder Mischhaut vielleicht auch, die die wirklich toll finden. Also das muss jeder für sich selber entscheiden, bei dem Hauttypen, den er hat. Nichts, was ich jetzt blöd finde, heißt, dass es für euch auch blöd sein muss. Ne? Also das muss jeder im Endeffekt für sich selber auch entscheiden können. Für mich waren die aber leider überhaupt gar nichts. Leider, leider, leider auch ein Flop für mich, weil leider nicht so funktioniert, wie ich es gerne wollte. Der Born This Way Concealer von Too Faced ist bei mir leider zu doll gecreased. Also ich habe da so ein Problem, dass die halt bei mir, wenn die zu deckend sind, wirklich in die Falten rutschen und das richtig doll betonen. Und manche Concealer, viele Concealer machen das halt einfach leider. Und der Born This Way Concealer war da leider keine Ausnahme. Und ich habe auch mehrere Sachen probiert, den irgendwie dazu zu bringen, dass er funktioniert. Habe die Tools gewechselt, also mal mit einem Beauty Blender. Ich habe den Finger benutzt, ich habe Pinsel benutzt. Ich habe auch vorher tatsächlich einen Lidschattenprimer aufgetragen. Aber es hat nicht wirklich funktioniert, also ist der für mich leider gefloppt, obwohl ich weiß, dass den viele von euch sicherlich mögen. Ich wollte ihn gerne mögen, aber es sollte nicht sein. Das nächste Produkt wird für viele sicherlich ein Schock sein. Es ist auch nur so ein halber Flop, muss ich ehrlich gestehen. Allerdings kann ich mich damit einfach nicht so richtig anfreunden. Ich rede von der Lidschattenpalette, über die es auch noch eine detaillierte Review geben wird auf meinem Kanal. Und zwar ist das die Nabla Dreamy Palette. Ihr fragt euch sicherlich, warum sie immer in Flops gelandet ist. Und ich kann es euch auch ganz leicht erklären. Es ist einfach keine Palette, zu der ich oft greifen werde. Es hat nichts mit der Qualität zu tun. Darüber werde ich, wie gesagt, noch ausführlich berichten in meiner Review dann. Es hat einfach mit dem Farbschema zu tun. Und zwar ist es einfach tatsächlich so, dass ich mit diesen Farben nicht so viel Looks kreieren kann, wie ich eigentlich dachte. Punkt Nummer 1 ist einfach, es gibt keine andere matte Farbe, außer die hier unten, die man in den äußeren Augenwinkel setzen kann. Dadurch werden die Looks einfach ungewollt bei mir immer total dunkel, wo ich mir immer denke, heute mal nicht so dunkel, weil, weiß ich nicht, ist irgendwie Familiengeburtstag und ich finde, ich aussehe wie ein Waschbär, so nach dem Motto. Es gibt aber einfach keine Alternative. Die anderen Farben sind halt eher für die Crease gedacht. Und ganz ehrlich, wenn ich irgendwie ein Augen-Make-up mit den rosanen Tönen schminke oder sowas oder mit dem goldenen, dann nehme ich nicht den hier für den äußeren Augenwinkel, den roten Ton. Dementsprechend ist das so ein kleiner Minuspunkt. Und was ich halt auch generell sage, die Farben lassen sich nicht so schön kombinieren, wie ich dachte. Also ich fand zum Beispiel den Vanitas-Ton richtig, richtig toll, aber auf meinem Lid sieht er irgendwie komisch aus. Ich kann es euch gar nicht richtig beschreiben. Also ich wollte diese Palette lieben und die Qualität ist auch toll. Aber irgendwie passen die Farben für mich nicht so zusammen, wie ich es gerne hätte. Ich kann damit einfach nicht so tolle Looks schminken, wie ich es mir im Kopf vorgestellt habe und wie ich es auch versucht habe, mehrmals. Irgendwie bin ich da am Ende immer nicht so zufrieden mit. Mag sein, dass das Problem, wie sagt man, immer vorm Computer sitzt oder eben in dem Fall vor der Palette. Also wenn es für euch funktioniert und es eure Farben sind, ist es super.
weil ich die an sich auch toll finde. Auch wenn man die Palette so anguckt, denkt man einfach nur, oh, die sind super schön und auch die Namen sind so süß. Aber ja, irgendwie ist das einfach nicht die Palette, die ich in meiner Sammlung, zu der ich oft greifen werde. Ich weiß es einfach und deswegen ist das so ein kleiner Flop. Wo wir noch bei Lidschatten sind, leider. Die Colourpop Supernova Shadows und da habe ich einen in der Farbe Walk of Fame. Mehr hatte ich nicht bestellt, muss ich für mich sagen, zum Glück. Ich wusste nicht, was ich erwarten soll von diesen Liquid Eyeshadows, weil ich zu dem Zeitpunkt auch tatsächlich noch keinen von Stila hatte. Also ich war da nicht irgendwie voreingenommen oder sonst irgendwas, habe was erwartet, sondern ich habe einfach die Swatches im Internet gesehen, die einfach mega gut ausgesehen haben. Und der kam hier an, da war Lisa auch gerade zu Besuch bei mir und wir haben den beide geswatcht und saßen so davor, was ist das denn jetzt? Weil der war total krümelig und total trocken und auch richtig schier. Also es hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Das ist so ein schöner goldener Ton. Der ist einfach super schier und wenn ich dann die Bilder im Internet sehe, die ganzen Swatches, wo die ultra pigmentiert sind, fühle ich mich, sorry, als Kunde ein bisschen verarscht. Also wenn ich dann hier erstmal 10 Stunden sitzen muss, um irgendwie annähernd die Pigmentierung hinzukriegen, die auf den Bildern hatten, fühle ich mich als Kunde verarscht. Es sind zwar auch plus $6, glaube ich, was der gekostet hat, dementsprechend jetzt nicht so ärgerlich. Ich werde auf jeden Fall keine weiteren davon kaufen, beziehungsweise werde erstmal abwarten, was vielleicht auch Freunde von mir sagen, die sich die auch bestellt haben. Einfach um zu gucken, ob ich ein Montagsprodukt erwischt habe. Das kann natürlich auch sein. Das wäre zwar sehr enttäuschend, aber dann wüsste ich, okay, es war vielleicht bloß dieser eine und ich könnte noch mal eine andere Farbe bestellen, um es zu gucken. Was dieser Farbe angeht, war ich einfach mega, mega enttäuscht, weil die so schier war, dass damit kein Augen-Make-up jemals funktionieren wird. Deswegen, ja, mal abwarten, was ich vielleicht noch in Zukunft damit anstellen kann. Und als letztes möchte ich euch noch ein Lippenprodukt zeigen, was jetzt stellvertretend für zwei steht, die ich davon habe. Und zwar ist das aus der Sephora Collection, diese Lip Stains. Das ist die Farbe 27, Black Cherry heißt die. Ja, ich habe oft schon irgendwelche YouTuber darüber reden hören, oft schon die in irgendwelchen Videos gesehen. Dementsprechend dachte ich eigentlich, die wären gut. Hab mir die beiden gekauft. War jetzt auch nicht super teuer, also die kosten ja glaube ich 11 Euro oder sowas bei Galeria Kaufhof, aber ja, das war irgendwie für mich voll der Griff ins Klo, weil ich einfach Lippenstifte gewohnt bin, die super doll halten oder beziehungsweise diese YSL Tatouage Couture Lip Stains einfach was ganz anderes sind als die. Der ist in der Deckkraft sehr, sehr hoch, also die sind echt mit einem drübergehen, hat man schon eine hohe Deckkraft, die sind sehr cremig. Aber dadurch trocknen sie halt auch nicht so gut. Also sie sind nicht, wie sagt man so schön, kissproof, also sind nicht kussecht. Und ich habe damit was gegessen und zwar nicht mal unbedingt was richtig Fettiges, sondern ich glaube, es war ein Brötchen, was ich gegessen habe oder ein Brot mit, keine Ahnung, frag mich jetzt nicht, was da drauf war, Käse oder irgendeine Wurst, weiß ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Es war auf jeden Fall jetzt nicht irgendwie, dass ich auf dem Weihnachtsmarkt gewesen bin und da irgendeine Wurst gegessen habe oder so. Und der war danach weg, also das sah richtig furchtbar aus, vielleicht auch, weil es halt so eine dunkle Farbe ist, wäre es vielleicht ein Newton gewesen, wäre es nicht so da aufgefallen, aber ich war vom ersten Tragen echt richtig enttäuscht und weiß nicht, ob ich das jetzt nochmal probieren soll, vielleicht mit einer anderen Farbe, also ich habe noch einen Rotton davon, den werde ich nochmal probieren, aber leider für mich, ich weiß nicht, ich habe einfach, glaube ich, auch was anderes davon erwartet. Vielleicht auch, weil ich davor eben diese Yves Saint Laurent Lippenstifte erst getestet hatte und davon so positiv beeindruckt war, dass mich die einfach nur enttäuschen konnten. Ich weiß es nicht. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von denen haltet. Und vielleicht habe ich mich da einfach ja, verrannt in der Illusion oder habe einfach was ganz anderes erwartet. So ihr Lieben, das war tatsächlich schon mein Flops-Video. Mehr kann ich euch erstmal nicht in die Kamera halten, von dem ich enttäuscht war, was ja auch gut ist, weil es einfach zeigt, dass ich mehr Sachen kaufe, die ich mag. Gott sei Dank. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was eure absoluten Flops des Jahres waren und schreibt mir auch vor allem in die Kommentare, wenn ihr eine andere Meinung habt zu den gezeigten Sachen, weil es ist ja doch sehr interessant, wie unterschiedlich manche Produkte für manche Menschen sind. Deswegen würde mich sehr stark interessieren und ja, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut!